Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schulsportwelten. Heute habe ich mal einen anderen Partner dabei. Ist mir eine große Ehre, heute mal mit Detlef Knorrig, meinem alten Lehrer, zu trainieren. Wir haben heute ein Medizinball-Workout vorbereitet. Da machen wir zwei Sätze heute von. Vorher machen wir ein kleines Workout, was Dete euch, wo er euch anleitet, und dann trainieren wir ein bisschen gemeinsam. Genau. Okay. Kurzes Warm-up. Nehmen wir hier drei Bälle, wie immer, die wir uns zupassen, müssen wir kurz desinfizieren. Auch die Hände kurz desinfizieren. Dann passt das, genau. Und auch Mannen auch. Und dann sind wir auf der hygienemäßig auf der sicheren Seite. Die großen Medizinbälle haben wir jeder einen eigenen Ball, von daher lassen wir das. Ne? Okay, lockeres Warm-up. Jetzt sind die noch schön rutschig, das ist wirklich schwierig hier, aber ist egal. Wir fangen an, laufen locker hin und her und werden die Bälle zupassen, jawohl. Zack. Wir nehmen einen zweiten Ball dazu. Oh, komm her. Genau. Oh, war knapp. Okay, den großen Ball legen wir jetzt einmal weg. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Rugbyball noch. Mal gucken, jetzt wird es ein bisschen. Aber der ist auch ganz getrocknet. Jawohl. Boah, sauber. Und hopp. Gut, okay, prima. Können wir jetzt die Bälle aus der Hand legen. Wir gehen an unsere Stationen. Aber wie gesagt, wir haben hier ein Workout heute mit Medizinbällen. Wir haben insgesamt 13 unterschiedliche Übungen. Die werden wir jetzt 30 Sekunden lang unter Vollgas machen. 10 Sekunden Pause. In diesen 10 Sekunden Pause werden wir euch die Übung kurz vorstellen und dann könnt ihr eigentlich direkt auch mitmachen, anschauen, merken und das nächste Mal mitmachen. Beim zweiten Durchgang sind die Übungen gleich. Da wollen wir es uns ein bisschen schwieriger machen. Genau, da wird die Pause auf 5 Sekunden im Grunde verkürzt. Da wir auch nichts mehr erklären müssen, da wir alle Übungen einmal gemacht haben, wisst ihr schon Bescheid, was wir machen. Brauchen wir nur einen kurzen Wechsel, um für die neue Übung vorbereitet zu sein. Ich würde auch sagen, genau, dass wir gleich los, geht los. Deine Uhr machst du bitte an. Ne? Das heißt, 30 Sekunden jetzt werden wir den Ball, ich mache es einmal vor, über Kopf an die Wand werfen. Und zwar ordentlich mit Druck. Erste Effekt. Übung. Wir starten in 4 Sekunden. 3, 2, 1 und ab. Noch 5. Gut, 10 Sekunden Pause. Wir gehen in Schrittstellung mit der rechten Hand, Ellbogen hoch und schocken den Ball nach vorne. Und ab geht's. Ja, noch 10 Sekunden. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Rechter Fuß nach vorne, mit dem linken Arm stoßen. Das ist definitiv meine schwächere Seite. Bei mir kommt jetzt die starke. Und wieder los.
Noch 10 Sekunden. Okay, jetzt kommt der Medizinball vor die Brust, wie beim Basketball, im Druckpass. Und ab. Okay, jetzt abwechseln mit beiden Händen, so werfen, Auslage wechseln und so werfen. Oh. Und ab. Ab. Noch 5. Hoppala. Dann. So, Sit-up. Auf geht's und dahin. So, wir bleiben unten sitzen. Wir werfen den Ball mit beiden Händen über die rechte Seite an die Wand. Und. Schön mit einem langen Arm. Wechseln, das gleiche in die andere Richtung. In 5 Sekunden starten wir wieder. Noch 5. Prima. Wir stehen in der Wand. Der Ball touchiert die Wand zwischen den Beinen und über dem Kopf. Und los. So, es geht wieder runter. Wir machen es ruhig verletzt. Und den Ball rechts und links. Schön die Füße in der Luft halten. Noch 10 Sekunden. Fünf. Prima, wir bleiben unten. Wir gehen in die Liegestützposition. Eine Hand kommt rauf, ein Liegestütz und dann wird die Seite gewechselt.
Halbzeit. Vier. Jawohl. Sauber. Letzte. Und zwar den Ball von oben auf die Erde. Aufnehmen, halbe Drehung und wieder. Sieben. Ah. Jawohl. Erste Runde geschafft. Erste Runde. Wir werden 3 Minuten Pause machen. Kleinen Schluck trinken. Bewegen. Nicht hinsetzen. Hoppala. Also, der Schwierigkeitsgrad ist natürlich zu erhöhen, indem ich einen Ball nehme, der ein bisschen schwerer ist oder leichter, je nachdem, wenn es zu anspruchsvoll ist. Bei manchen Übungen, wo die Beine jetzt in der Luft waren, können wir die Beine auch ablegen. Liegestütz könnte man auch auf den Knien machen. Also auch die Geschwindigkeit, mit der ihr die Übung durchzieht, das könnt ihr auch entspannter machen. Oder wenn es anstrengender werden soll, die Zeiten verlängern oder verkürzen die Pausen. Wir verkürzen ja gleich, da auch. Wir die Übung nicht mehr vormachen müssen. Das heißt, nur noch 5 Sekunden Pause. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber wir machen es jetzt einfach mal. Wir machen es, wir haben es so angesagt. Wir haben es so angesagt, damit wir es auch ja, genau. Wir dürfen mal ein bisschen hin und her. In der Zwischenzeit, in euren Pausen ein bisschen locker bleiben, genau. Locker bewegen. Muss man sich natürlich ein bisschen mehr konzentrieren beim Bällefangen. Definitiv. Wenn man kaputt ist. Nichts verlernt. Nur das falsche Trikot. Ja, genau. Ich hätte ja gerne jetzt schon ein Germania-Trikot angezogen. Das 78 jetzt durchgeschwitzt. Aber beim nächsten Mal, wenn wir was zusammen machen, bringe ich dir mal was mit. Gerne, zieh ich gerne mal jetzt rüber. Was hier aussieht. Gerne. So, jetzt noch 1 Minute Pause. Bereitet euch schon mal mental auf die letzte Runde vor. Reihenfolge bleibt gleich. Wir fangen mit den Überkopfwürfen an. Wir machen es heute 2-mal. Kann man natürlich auch 3-mal machen oder so, aber 4-mal, je nachdem, wie euer Leistungsstand ist. Man könnte auch einige Übungen mit dem Medizinball mit dem Partner machen, dass man halt immer die Pause hat oder andere die Belastung. 30 Sekunden irgendwie zuwerfen, andere wirft zurück oder Sit-up, ich werfe ihm den Ball zu. Das ist auch alles machbar. Wir haben heute die Wand gewählt, weil wir weniger Pause machen wollen. Und ja, auch den Medizinball hier auf der Erde zu schmeißen, dass er wieder hochkommt, dass er nicht bücken muss, da muss man auch schon mit ein bisschen Dampf werfen. Ne? Aber Power das werdet ihr alle merken. Einfach mal selber ausprobieren. Genau. Wir sind nicht umsonst ins Schwitzen gekommen. Definitiv. Also, ist schon anstrengend, knackig, kurz. Short and sharp. Wie man so schön sagt. Ne? Perfekt, ich wäre wieder bereit. Ich auch. Perfekt. Ich tue es zumindest so. Dann starte ich den Timer gleich. Und dann können wir weiter loslegen. Über Kopf. Ja, denk dran. Wir starten in 3 Sekunden auf 13 Übungen. Und ab. Noch 5. Okay, rechte Hand, linkes Bein vorne. Und direkt weiter.
10 Sekunden noch. Anderer Arm wieder. Seite. Und es geht direkt weiter. Sekunden wieder. Okay, und voller Brust weg. Jetzt mit Körperdrehung, mit beiden Händen. Sit up. Und. Okay, zur Seite, rechte Hand und ab. Halbzeit. Fünf. Andere Seite. Hälfte geschafft. Noch fünf. So, wieder aufstehen. An der Wand. Ja. So. Unten tippen, oben tippen. Das ist die entspannteste Übung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aktive Erholung. Ja. Ja, dieses Workout heißt defensiv raus aus der Komfortzone. Ja. Definitiv. Aber das liegt an euch, wie ihr es gestaltet. 10 Sekunden. Okay, wieder sitzen. Und rechts und links. Hier wieder die Füße in die Luft. Halbzeit. Noch 10. 5. Oh, jetzt kommt die für mich anstrengendste Übung. Die Liegestütz. Liegestütz. Ja. Und weiter. Wenn nicht, dann haltet ihr einfach.
Halbzeit. Sechs. So, letzte Übung. Schön, dass du auch einen roten Kopf hast. Okay, und hopp. Noch fünf. Sauber. Ja, zwei Sekunden geschenkt. Oh, sauber, Cookie. Gutes Training. Wieder bewegen. Nicht großartig sitzen. Kleinen Schluck nehmen. So, wir werden jetzt noch ganz bisschen den Ball hin und her schmeißen, locker traben dabei und aktive Erholung. Aktiv auch uns erholen. Oh, okay. Ja, schön geträumt. Kam unerwartet. Okay, gut. So, suchen wir uns auch einen Platz auf der Erde. Ein bisschen Abstand, wir machen noch ein bisschen Gymnastik. Noch ein Bein angewinkelt. Und gehen wir mal zum Fuß, wenn es geht, soweit es geht. Bein ist wichtig, dass es gerade ist. Wenn es über Schienbein ist, ist es auch egal. Aber ein bisschen andehnen. Das ist natürlich meine Lieblingsübung, wie man sieht. Ich bin Mr. Elastico. Ihr seht, also Niki ist ja nun wirklich schon jahrelang in der Nationalmannschaft. Rugby, Siebener, ein hochintensives Spiel, wo die mit sieben Leuten über einen riesigen Rugbyplatz laufen und versuchen, Versuche zu machen, Versuche zu legen. Ihr seht, das sind jetzt reine Belastungszeit. Wann ist das? 7 Minuten, 7,5, ja, ne? Ganz knapp, 6,5 Minuten, glaube ich, ja, bei 13 Übungen, 30 Sekunden. Das hört sich erstmal wenig an. Aber wenn man in dieser Zeit sein Tempo forciert, ja, ist das völlig in Ordnung. So, beide. So gut es geht. Nehmt mich hier nicht als Vorbild, guckt euch da lieber den Dieter an. Okay, komm. Noch einmal. Mal ein Bein anziehen. Die Übung gefällt mir schon besser. Das ist besser, ne? Ja. So ganz langsam sollte sich auch eure Atmung beruhigt haben. Bisschen beruhigt haben, genau. Hacken nach oben. Und langsam. Andere Seite. Und wie schon gesagt, ihr könnt das Training natürlich variieren, die Zeiten verlängern, die Pausen verkürzen, die Intensität in den Übungen variieren. Wir haben es jetzt probiert, so intensiv wie möglich zu machen. Genau. Also, das sollte natürlich euer Ziel sein auch, aber. Genau. Ich meine, dieses Workout erhebt natürlich auch keinen Anspruch, vollständig zu sein. Ne? Da kann man noch zig Übungen hinzufügen oder welche streichen, wenn die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht gehen. So, noch einmal ein bisschen die Unterarme. Und nochmal nach vorne. Jawohl. Prima. Ich denke, es soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, Niki. Hat richtig Spaß gemacht. Bei dir. War eine Ehre. Das war aber nicht das letzte Mal. Wir machen es ja noch einmal. Ne? Machen wir noch. Definitiv im anderen Trikot.
Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Workout.